Ja, ich glaube, das Spiel war gut, war auch gleich von außen gut anzusehen. Und ja, wir sind natürlich froh, wir haben gegen den amtierenden deutschen Meister gut mitgehalten. Das war unser Ziel, wir wollten zu Hause unsere Serie ausbauen, das ist uns auch geglückt und weiter oben dran bleiben. Und deswegen, ich glaube, der Punkt war auch verdient. Ja, ich glaube, dass Bayern sich das nicht mehr nehmen lassen wird. Sie sind jetzt, glaube ich, auch wieder gefestigt nach dem Spiel wieder gestern. Und also wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir haben jetzt in Augsburg, denke ich, eine schwere Aufgabe und werden uns da auf jeden Fall richtig gut vorbereiten auf. Ja, das sollen andere beurteilen. Wir natürlich auf dem Platz haben versucht, das zu kompensieren. Und ja, Mike hat ein Tor gemacht. Super. Bobo hat das hervorragend vorbereitet. Hat auch sehr viel für die Mannschaft gearbeitet. Hat immer wieder die Bälle gut gehalten. Das war auch natürlich irrsinnig wichtig. Und aber nichtsdestotrotz ist es doch so, dass wenn der Kader dann wieder komplett ist, wenn Marco wieder fit ist, wenn Igor wieder fit ist, dass wir dann doch ja, noch schlagkräftiger sind. Und da sieht man, dass wir doch eine sehr hohe Qualität im Kader haben, wenn mal ein Spieler einmal ausfällt und so, dass man das doch abfangen können. Und ja.